Was für ein Tag! Was für ein schöner Tag! Mad Max. So etwas wie die pompöse Performance eines Cirque du Soleil-Ablegers mit Freaks und Monstercars vom Autofriedhof voller Drogen und Dynamit. Und wer für diesen unausgesetzt vor sich hindonnernden Zirkus einen Sinn hat, ist hier genau richtig. Meine Welt ist Feuer und Blut. Alles ist vom Öl abhängig. Wir töten für Benzin. Polizisten, es gibt kaum noch Wasser auf der Welt. Wasser. Wasser. Krieg um der Wasser. Krieg um Wasser. Hier kommen sie wieder. Hinter all dem lässt sich das Katastrophenszenario einer Welt, der die Ressourcen abhanden gekommen sind, ahnen. Alle haben den Verstand verloren. Du bist nicht der Einzige, Max. Max ist eine Art Antiheld. Ein interessanter Typ, denn er trägt eine große Last. Eine Menge Dinge, die man nicht sehen kann. Da gibt es so etwas wie eine Kultur der Neurosen aus all den Problemen der Welt und dem Leid. Deshalb ist es interessant, diesen Helden zu spielen. He's an interesting hero to play. Dich brauche ich hier. Du musst vielleicht den Tank fahren. Der eigentliche Star des Unternehmens ist die ohnehin immer sehenswerte Charlize Theron, als zu Recht sogenannte Furiosa. Es ist alles hier! 3000 Gallonen Benzin, so wie ihr es wolltet! Du hast gesagt, dich verfolgen ein paar Wagen. Vielleicht. Es sind 3 Kriegstrupps. Ihr wollt da durch? Dann tut, was ich sage. Nehmt mit, was ihr könnt und lauft. Sie hat die Zügel bzw. das Lenkrad und die enormen Schießprügel in der Hand und ein kurzer Blick aus ihren Augenwinkeln genügt, um die Situation zu klären. Es ist schon ziemlich schwierig, eine Story zu dramatisieren, die in pausenloser Bewegung ist. Und ich glaube, die meisten Filmemacher würden das für kein Geld der Welt machen. Du bist räumlich eingeschränkt, nicht nur kein Platz für die Schauspieler, sondern auch für die Kameras. Das kann für viele ganz schön frustrierend sein. Doch für Regisseur George Miller ist es genau die Herausforderung, was ihn antreibt und lebendig hält. Nur die härtesten und hemmungslosesten werden den neuen Verteilungskampf überstehen. Das ist auch 30 Jahre nach den ersten Mad Max-Filmen die Botschaft dieser australischen Destruktionsorgie. Es muss ein gesteigertes Erlebnis sein. 30 Jahre später erwartet man das. Nicht unbedingt auf Steroiden, denn es ist einerseits etwas sehr Vertrautes, aber auch etwas Einzigartiges, etwas Besonderes. Ein detailverliebter, einfallsreicher und unvorstellbar aufwendiger Film, der tatsächlich immer nur neue Nummern desselben Programms präsentiert und es dennoch schafft, sie bis zum Schluss aufregend und abwechslungsreich durchzuziehen. Hör zu. Es wird ein harter Tag. Doch ich garantiere, wenn ihr 160 Tage in diese Richtung fahrt, ist dann nichts außer Salz. In die andere Richtung könnten wir zumindest zusammen so etwas wie eine Erlösung finden.